Aha. Lol. Toll gemacht. Okay. Wow. Hä? Was? Ein Krug? Oh, du hast mich entdeckt. Tschüss. Damit habe ich jetzt eher nicht gerechnet. Was ist das für eine Musik? Was? Der Blutmond? Das ist der Blutmond. Oder was war? Willst du mich verarschen? Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link, sei auf der Hut. Als ob ich jetzt den Blutmond sehe? Was? Wie geil ist das denn? Soll der nicht eher selten sein? Soll der nicht selten sein eigentlich? Ich habe das Privileg, ihn jetzt zu sehen. Was war's? Was? Wie geil war das? Was? Noch mehr und noch stärkere Gegner. Kommt der öfters? Der kommt hoffentlich öfters. Boah, wie geil. Ich fress jetzt einfach mal meine Dampfpilze. Ah, schön. Geil, als ob. Die Nacht des Blutmondes. Können wir ihn sehen? Ich will den Mond sehen. Nein, es wird Tag, oder? Nein, es kann nicht Tag werden. Es kann nicht Tag werden. Das kann nicht sein jetzt. Oh Mann! Ich will den Mond sehen! Oh, wieso bin ich denn ausgerechnet jetzt genau hier? Hä, ein Händler? Was bist du denn hier? Du bist ein Händler. Sterne aus Saphiren. Ja, klar. Wo ist der Mond? 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 Da. Der ist doch gar nicht rot. Boah, wie geil, bitte. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich gerade nicht in der Nähe der Monster bin. Aber ich konnte ihn gar nicht richtig sehen, weil die Gebirge im Weg waren. So ein Mist. Aber was, wie geil. Mann, Hals, Stimme, Arsch, Kacke. Nee. Blutmond. Wie selten ist bitte der Blutmond? Gibt es da Infos? Ist hier schon wieder diese merkwürdige Musik, oder was? Der Blutmond ist eine spezielle Form des gewöhnlichen Mondes, die in Breath of the Wild alle paar Tage auftritt. Ah. Anstatt eines normalen Mondes geht ein knallroter, düsterer Mond. Was? Bin ich geerdet? Was? Knallroter, düsterer Mond auf der Gesamt-Hyrule in ein rotes Licht taucht. Wenn ein Blutmond aufgeht, werden alle Monster, die Link zuvor in Hyrule erschlagen hat, wiederbelebt. Lol, alle, die man erschlagen hat, sind einfach wieder da. Krass. Wiederbelebt und sind somit wieder an den Punkten aufzufinden, an denen sie einst besiegt wurden. Beim Stall der Zwillingsberge gibt es einen Hylianer namens Hinagan. Meistens findet man ihn am Tag direkt neben dem Stall, neben dem... Ja, neben dem Weg zu Kakariko. In der Nacht schläft er im Stall. Okay, ja. Ja. Wenn man größere Monster bekämpft, während der Blutmond aufzieht, erhalten sie sämtliche Lebensenergie, die Link ihnen zuvor abgezogen hat, zurück. Toll. Alles klar, das Phänomen kann selbst im finalen Bosskampf gegen Ganon auftreten. Geil! Stell dir vor, der hat nur noch so wenig Leben, dann kommt der Blutmond und der ist voll. Der hat dann wieder all sein Leben zurück. Ja, geil. Aber das ist schon geil.
alle paar Tage, aber also schon relativ nicht so häufig anzutreffen. Ist schon ein bisschen seltener, ne? Also, voll geil. Voll geil. Wir haben ihn gesehen. Einfach geil. Schrein in der Nähe. Ach du, grüne Neune. Ich wollte jetzt eigentlich zurück zu ihm hier. Und meine Tasche vergrößert scheiß drauf. Schrein in der Nähe. Du lügst. Etwa da oben? Keine Ahnung. Hier ist jetzt erstmal Kakariko. Da oben hängt was. Pfeile. Und da ist ein goldener Käfer. Ha! Ausdauerkäfer. Ein seltener Käfer, der 10 Jahre lang leben soll. Medizinrezepten bewirkt seine Lebenskraft, dass die Ausdauer gefüllt wird. Cool. Wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Kakariko. Wir sind endlich da. Wir sind endlich in Kakariko angekommen. Oh, hier herrscht schön asiatische Musik. Das liebe ich. Wir sind da. Oh, das sieht halt einfach auch aus wie so ein japanisches Dorf. Mitten in den Gebirgen so versteckt. Oh, voll schön. Oh, hier stottert's ein bisschen. Egal, macht nichts. Ja, Leute. Aber, ich sammle jetzt erstmal den Käfer hier. Das ist total wichtig. Schwertkäfer. Dieser König der Insektenwelt lebt in Wäldern. Kocht man ihn zusammen mit Monsterzutaten, steigert die daraus resultierende Medizin die Kraft. Das hört sich doch gut an. Oh Mann, ich habe eine Route aufgesammelt. Jo, Leute. Aber. Das soll's für hier gewesen sein. Ja. Wir speichern hier jetzt. Ja, das möchte ich in der Tat tun. Speichern abgeschlossen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe ja gesagt, bis Kakariko und nicht weiter. Kakariko. Schauen wir uns dann ganz in Ruhe beim nächsten Mal an. Alles klar. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss. Euer Gecko.